Willkommen zur Begegnung mit dem Werk Erwachen von Hans Arp, einer grün gefärbten Plastik aus Gips aus dem Jahr 1938. Nimm dir als erstes ein paar Momente, um in Kontakt zu kommen mit deinem Körper. Wähle bewusst eine Haltung, die dir angenehm ist, ob stehend oder sitzend. Und vielleicht magst du dann die Augen schließen, ansonsten lass deinen Blick weich und scharf werden. Nimm die unterschiedlichen Körperempfindungen zur Kenntnis, welche in diesem Moment und in dieser Position präsent sind. Dabei gibt es keine richtigen oder falschen Empfindungen. Es ist ein persönliches Erleben des Körpers im Hier und Jetzt. Auch wenn du angespannte oder schmerzvolle Stellen spürst, versuche mit diesen in Kontakt zu bleiben, ohne etwas zu verändern, und erfasse dann weitere Empfindungen. Betrachte jetzt die Skulptur. Dein Blick kann über die glatte Oberfläche rundherum gleiten. An- und abschwellende Volumen zeigen sich. Die Mitte mit dem größten Volumen leicht zur Seite ausschweifend und fast gleichmäßige Ausstülpungen nach oben und unten. Was passiert mit dir beim Betrachten des Werkes? Werde dir bewusst, was jetzt präsent ist, ob Körperempfindungen, Stimmungen oder Gedanken. Das An- und Abschwellen kennen wir auch vom Atmen. Beobachte daher deine Atembewegung für ein paar Atemzüge. Begleite den Prozess, ohne eine bestimmte Atmung oder Empfindung zu suchen. Das Einströmen der Luft durch die Nase in den Körper hinein, das Ausdehnen des Brustbereichs und allenfalls bis in den Bauch hinein, der Übergang ins Ausatmen, das Zurücksinken des Oberkörpers, die kleine Pause, bevor der Körper von selbst wieder Atemluft holt. Beobachte deinen eigenen Atemrhythmus. Versuche, wach und interessiert zu bleiben an der vollständigen Atembewegung. Hast du Unterschiede bemerkt? Manchmal ist die Empfindung sehr fein, vielleicht gar vage. An anderer Stelle zeigt sich der Prozess sehr klar und deutlich spürbar. Alles ist so, wie es ist, in Ordnung.
gehe erneut mit der Skulptur in Kontakt. Lass uns gemeinsam die Qualität ihrer Ausrichtung erkunden. Sie steht aufrecht auf dem Sockel. Der obere Teil streckt sich in den Himmel. Man könnte eine gerade Linie von oben nach unten ziehen. Sie scheint im Lot zu sein. Erspüre jetzt die Aufrichtung deines Körpers. Ob du stehst oder sitzt, wie nimmst du die Aufrichtung deiner Wirbelsäule wahr? Falls du bemerkst, dass da etwas mehr Raum zwischen den Wirbeln möglich wäre, weil dein Oberkörper möglicherweise leicht zusammengesunken ist, dann richte dich sanft und liebevoll auf. Und nur so weit, dass die Aufrichtung in einer mittleren, mühelosen Spannung bleibt. Vielleicht ist dies auch mehr der Gedanke oder das Bild, als dass du körperlich etwas veränderst. Wie fühlt sich diese aufgerichtete Haltung an? Verbindest du diese Position mit wach, präsent sein oder etwas anderem? Kehre nun zum Werk zurück und lass es nochmals auf dich wirken. Wie nimmst du das Werk jetzt wahr? Verabschiede dich auf deine Weise von der Skulptur mit dem Titel Erwachen. Ich bedanke mich für dein Einlassen und auf Wiederhören. Diese Achtsamkeitsübung wurde durch den Verein Mindful Art Encounters ermöglicht. Autorin: MBSR-Lehrerin Andrea Mock.